Hallöchen, hier Pascal wieder mal aus Spanien. So, ihr habt sicher schon gestern mitgekriegt, wer im Livestream war oder so. Jetzt haben wir es ja so eh schon gesagt. Der Martin war hier. Und der Martin, der ist ein der YouTube-Zuschauer und kam zu uns spontan und hat den Kevin ein paar Sachen gegeben, wo er dringend gebraucht hast, und mir ein paar Sachen gegeben, wo ich dringend gebraucht habe. Jetzt habe ich vergessen zu fragen, ob ich den anderen YouTube-User, wo jetzt zusammenspielt, das wisst ihr jetzt noch gar nicht, der hat mir drei Hühner spendiert und hat gesagt: Pascal, ist cool, wie du lebst, du willst Hühner haben, hol dir drei Hühner. Ich so, boah, geil. Ich hatte aber keinen Zaun. Ist ja klar, ne? So schnell habe ich auch keinen am Start. Und dann kam der Michael und hat mal schnell einen Zaun gesponsert. Oh, den ganzen Hühnerzaun hat er einfach mal so gesponsert. Also ihr seht, ich kann es mal ein bisschen zeigen. Hier drin werden die Hühner. Ja. Werden die sein. Da unten das Häuschen bin ich noch am Fertigbauen. Da kommt noch Plastik drauf und all so Sachen. Da sehen wir, werde ich morgen noch den Eingang fertig machen. Hier geht es dann rein. Dann gehen wir hier rein und dann, oh, hoffe ich doch, legen die Hühner drei Eier. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin mit dem Projekt ja jetzt mal gerade mal fertig geworden. Auf allerletzte Minute, eben das Häuschen muss noch gemacht werden. Und dann werde ich morgen am Morgen die Hühner holen. Das werde ich euch auch zeigen. Ich werde das wahrscheinlich heimlich filmen, weil es ist schon ein bisschen eine Schande, wie die da die Hühner verkaufen. Ich will das eigentlich nicht unterstützen, aber ich kriege jetzt einfach nicht, ich habe noch keine Bauern-Connection, die wo wirklich ausbrüten und mir auch solche Hühner verkaufen können, habe ich noch nicht, bin ich aber dran. Und dann werde ich die sicher auch zulegen. Deshalb werde ich jetzt mal runtergehen und die aus den drei Hühner, mehr geht einfach nicht, ich kann nicht alle befreien, werde ich da kaufen und ein glücklicheres Leben ermöglichen, hoffe ich doch. Und dann werden das glückliche Benefizio-Hühner. Also ihr seht, durch zwei YouTuber, wo gar nicht gewusst haben, hat sich sowas entwickelt, ein schöner Hühnerzaun mit drei Hühner, wo morgen drin sind. Ich danke euch vielmals. Der, wo die Hühner sponsert, weiß ganz genau, wen ich meine. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, deshalb mache ich es jetzt mal anonym. Auch die anderen, wo mir Pakete geschickt haben, ich danke euch dafür auch mal riesengroß. Ich kann euch sagen, ich habe Bettwäsche gekriegt, ich habe Teller gekriegt, ich habe ein bisschen Besteck gekriegt. Alles so Kleinigkeiten, wo ich natürlich hier nicht mitgeschleift habe. Ja, wo man natürlich froh ist, wenn es am Start ist, ne? Also, hier der Hühnerstall. Das ist so mein kleines Gelände hier. Weil ja viele gesagt haben, wir haben dein Häuschen noch nicht gesehen. Ja, und das werden wir auch noch machen. Ich bin noch kräftig am Bauen. Und sobald ich ich glaube, das Bambus-Mattenprojekt für die Front werde ich demnächst auch am Start kriegen und da werdet ihr dabei sein. Das wird dann so, dann ist es so langsam mal zufriedenstellend für mich und dann werde ich das auch zeigen. Die Besucher, wo hier waren, die hab ich schon gezeigt. Die darf mich natürlich jeder besuchen, ist kein Thema. Jeder, wo ankommt, herzlich willkommen. Könnt auch eine Tour buchen dann bei mir. Freue ich mich immer drüber. Laufen war, zeige ich euch, gehe mal Leute besuchen. So ein bisschen spezieller. Deshalb werde ich mich freuen, wenn ihr morgen mit dabei seid. Oh, wenn wir die Hühner kaufen. Also, Leute, dann bis morgen, bis später. Ich werde jetzt meinen Feierabend genießen. Macht's gut!
Hallöchen, ich bin's wieder. Ich habe die Hühner jetzt mal hochgetragen. Das ist anstrengend. So, jetzt wackelt ein bisschen. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Das ist die Kiste. Das wäre die Kiste, wo die drei Hühner drin sind. Ist natürlich nicht klar. Ich bin nicht nur für den kaputt. Ich habe auch einen dicken Rucksack hochgetragen. Jetzt schauen wir die Hühner mal rein und dann gucken wir alle zusammen, wie die das finden, was die so vorhaben. Mal gucken, dann nehmen wir euch jetzt mal mit. So, am besten hier. Das stelle ich euch mal hier hin. Mal gucken. Ja. Können wir mal schauen hier. Ich glaube, das ist noch besser. Genau, machen wir das so. Schauen wir mal die glücklichen Hühner an. So. Okay. Hühnchen, ihr könnt rauskommen. Guckt mal. Hier legen wir euch mal hin. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Essen und ein bisschen Trinken. Die haben natürlich auch keinen Bock. Aber hier könnt ihr sie mal sehen. Da sind sie drin. Das gibt ihr Steinhäuschen. Das baue ich dann noch fertig heute. Aber jetzt erstmal ein bisschen Wasser und was zu essen und die mal ein bisschen ruhen lassen. Auch mal gucken, wie die dann nachher rumspringen. Ne? Da kommen sie nämlich schon gleich. Ja, also nochmal einen vielen lieben Dank an die Leute, wo mir das hier jetzt gerade ermöglichen, Hühner zu befreien. Da kommt schon das erste. Guckt schon mal ein bisschen raus. Und für mich gute Eier und ein bisschen Gesellschaft. Bin ja immer noch Single. Also, jetzt habe ich drei Hühner am Start, falls noch jemand Bock hat. Frauen kann ich hier immer gebrauchen, also meldet euch. Da habe ich vier Hühner. Ne, das war's jetzt mal. Ich werde jetzt einen Kaffee trinken, einen rauchen und dann werde ich hier noch ein bisschen weiterarbeiten. Aber jetzt erstmal schnell was zu trinken für die Hühner und was zu essen. Also, ich danke euch vielmal und lasst ein Like da, abonniert mich. Und ich werde euch noch mehr von meinem Leben hier erzählen. Es gibt hier immer wieder was Neues. Ich denke, nächste Mal mache ich ein bisschen privates Video über mich, wie ich hierher gekommen bin, aus welchen Gründen und wie die ersten 12 Monate verlaufen sind. Ich bin jetzt am 3. März 12 Monate hier und kann dann mal so ein Zwischenresultat ziehen mit euch und ein bisschen zu erzählen. Also wenn ihr Bock habt, Like da lassen, Kommentare da lassen, die Messersache kommt auch noch. Ich weiß, da wartet jemand drauf. Werden wir machen. Also ich danke euch vielmal, für dass ihr dabei seid, für das Interesse und ich hoffe, wir machen noch vieles gemeinsam. Habt einen schönen Tag, ich werde es haben und bis bald. Ciao, ciao.